So, jetzt willkommen zurück zu einer weiteren Runde Gothic 2. Nee, glaube ich auch nicht. Wir waren stehen. Wir sind quasi fast fertig mit dem Gebiet hier. Wir gehen nur noch zu Yavis. Wo bist du? Yavis. Denn ich habe ja ein paar Männer von Silvio umgehauen. Hey, you! Und da kann ich noch ein bisschen EP abgreifen. Warte. Wie viele von Silvios Männern soll ich denn besiegen? Wenn du drei von ihnen zu Boden schickst, hast du unter Beweis gestellt, auf welcher Seite du stehst. Wen du dir aussuchst, ist deine Sache. Nur okay. Ein kleiner Tipp. Es geht nicht darum, deinen Mut zu beweisen. Leg dich nicht mit Silvio selbst an. Der macht Hundefutter aus dir. Okay. Dann aber von Viskas. Ach nee, die mal Katzenfutter. Wie viele von Silvios Männern stehen noch auf meiner Liste? Rod sieht nicht mehr ganz so gut aus. Nee. Festa hat versucht, mich zu verarschen. Ja. Das war sein Fehler. Ich war bei Raul. Und? Er hatte die Schläge dringend nötig. Das reicht, das reicht. Ich bin beeindruckt. Wenn Lee mich fragt, kann diese ich Dialoge. Bedenkenlos für dich stimmen. Gut. 150 EP nochmal, sehr schön. Ja, jetzt gehen wir nochmal zu Torloff, um mal zu gucken, ob wir da irgendwie nochmal EP bekommen. Wie zufrieden hier die Leute sind, hier. Wie verdiene ich mir den Respekt der anderen? Den meisten wird es reichen, ja, aber das kennen wir manche ja werden verdienen. Du gewinnst mir das denn. Gut, das hier. Wie ist mein Ruf bei den Söldnern? Mal sehen. Wolf sagt, er hat nichts dagegen, wenn du mitmachst. Ja. Jarvis meint, du stehst auf der richtigen Seite. Ja. Cord ist der Meinung, du müsstest erst lernen, besser mit der Waffe umzugehen. Ach ja. Seifer sagt, für ihn wäre sonnenklar, dass du mitmachst. Irgendwas schien ihm ziemlich zu freuen. 3-1. Rod will einfach nur sein Schwert wieder haben. Ja gut, das kann er. Das kann ich gleich. Tänzer will für dich stimmen. Er sagte, du wärst ein sehr vernünftiger Mann. Von Silvio und Bulko brauche ich wohl gar nicht erst zu reden. Das ist noch Rod. Die beiden Schwachköpfe sind gegen jeden. Buster meinte, du wärst okay. 6. Der Rest der Söldner hat nichts gesagt. Die meisten hast du wohl überzeugt, indem du die Probe bestanden hast. Obwohl viele meinen, einem Bauern die Pacht abzuknöpfen, wäre für eine Probe zu leicht gewesen. Hey. Meine Stimme hast du jedenfalls. 7 zu und du hast 3. Einige faire Duelle gewonnen. Ja. Viele der Söldner respektieren das. Die meisten Söldner sind für dich. Von unserer Seite aus kannst du jederzeit bei uns anfangen. Verarscht, ich werde Magier! Geh zu Lee, er wird dir alles weiter. Okay, gut. Sein Schwert wiedergeben. Das hätte ich übrigens, ja, nochmal grundlegend auf letzte Woche zu sprechen zu kommen. Gut. Ja. Ihr Schwert. Hier hast du dein Schwert zurück. Wurde auch Zeit. Ja, die Folge, wo ich die hier alle umklatschen wollte, musste, wegen meinem Wolfzahn. Im Nachhinein hätte ich wohl echt einfach neu laden müssen. Das Problem beim Neuladen ist, ich komme mir dann immer so ehrenlos vor, weil ich möchte mit den Konsequenzen leben, die ich halt mir einbrocke. Das Ding ist nur, dass im Endeffekt ja das gleiche rauskam wie beim Neuladen, nämlich, dass ich das Schwert hatte und die drei besiegt hatte. Nur es wäre nicht so nervig gewesen. Aber ich glaube, in so einer Situation, wenn etwas richtig Dummes gelaufen ist, weil ich es nicht wusste, ja, ich wusste ja nicht, dass der Rod mich mit fast einem Schlag umhaut, weil ich ja seine Waffe nicht hatte. Man kann ja vorher wetten mit ihm, damit er keine Waffe hat. Habe ich nicht gemacht. Deswegen, nächstes Mal lade ich da einfach neu bei so einen doofen Stellen, weil das ist ja dann auch nicht Sinn der Sache, wenn die Leute die ganze Zeit mir zugucken müssen, wie ich mich da abquäle. Warte, ich gucke jetzt nochmal, wie weit ich gehen kann. Ich will mich ja den nicht anschließen, aber vielleicht kann ich noch ein bisschen EP abgreifen, so kurz davor. Deswegen speichere ich jetzt mal, bevor ich jetzt mit dem hier rede. Ich bin bereit, mich euch anzuschließen. Dann hast du die Probe von Torloff bestanden? Ja. Das ist gut. Was sagen die anderen Söldner? Die meisten sind für mich. Gut, dann geh jetzt zu Ona. Ich habe schon mit ihm geredet. Über deinen Sold musst du selbst verhandeln. Oh, okay. Oh, cool. Dann kann ich jetzt zu Ona. Guck, er kann doch normal gehen. Ab jetzt das Let's Play im Gehen. Let's go. Let's go, versteht er? Let's go to the mall.
Today. Wer bist denn du? Lass dir nicht einfallen, hier was anzufassen. Sonst gibt's Pein hinter die Ohren, klar? Hey, pass mal auf, mit wem du hier redest, ja? Ich bin Hand of Blood. Eine Menge Krempel gibt es hier. Provozieren. Das ist richtig. Und das meiste davon ist auch extrem wertvoll. Ona sammelt wertvolle Gegenstände. Ein einfacher Mann wie ich kann sich solchen Luxus kaum leisten. Ich halte mich an andere Dinge. Nämlich? Ich sammle alte Münzen. Aha. Was ist deine Aufgabe? Danke für diese Information. Ona will, dass ich den ganzen Tag auf seinen Krempel aufpasse. Crazy. Er macht sich Sorgen, dass was wegkommt. Und das würde ich an seiner Stelle auch. Die meisten der Söldner, die er angeheuert hat, sind ehemalige Sträflinge aus der Minenkolonie. Die lassen doch alles mitgehen, was nicht nied- und nagelfest ist, wenn keiner aufpasst. Ja, du hältst ja auch 100 pro auf. Gut. Hat schon wer versucht, was zu stehlen? Einige. Alter, ich hab sie alle erwischt. Vier Leute, oder? Okay. Zwei Leute. Einmal Ona wahrscheinlich und einmal Bauer. Wer hat dich denn hier reingelassen? Was machst du hier auf meinem Hof? Hey, beruhig dich erstmal, ja? Ich habe gehört, du lehnst dich gegen die Stadt auf, wegen Bulka hast du jetzt ein paar Schafe weniger. Das kann ich sagen, ja. Wegen Bulko hast du jetzt ein paar Schafe weniger. Was erzählst du da? Wer ist Bulko? Einer der Söldner. Was interessiert mich das? Wenn er sich an meinen Schafen vergriffen hat, wird er sich vor Lee verantworten müssen. Was belästigst du mich überhaupt? Hey. Pass mal auf, ja? Ich habe gehört, du lehnst dich gegen die Stadt auf. Jetzt hör mal gut zu. Ich habe diesen Hof und das Land von meinem Vater geerbt. Und der hat ihn von seinem Vater geerbt. Ich werde nicht zulassen, dass dieser gierige Schwachkopf von König sich das alles unter den Nagel reißt, nur um seine nutzlosen Armeen durchzufüttern. Der Krieg mit den Orks dauert jetzt schon ewig. Und wo stehen wir? Am Rande einer Niederlage. Nein, da verteidige ich meinen Hof lieber selbst. Für das Geld, was ich spare, kann ich mir meine eigene Armee leisten. Gut, jetzt, ne, ich habe ja gespeichert. Lee schickt mich. Ich will hier als Söldner arbeiten. Er hat schon mit mir geredet. Er ist derjenige, der für dich die Verantwortung trägt, also meinetwegen. Aber mach keine Dummheiten hier. Lass die Bauern und die Mägde in Ruhe und vor allem klau dir nichts, klar? Ja. Alles Weitere kannst du mit Lee abklären. Wir müssen uns nur noch über deinen Sold unterhalten. Ja, bla. Ich glaube, ich lade einfach neu, weil hier sind die ganze Zeit auch Tagebucheinträge. Nicht, dass ich mir jetzt irgendwas verbaue. Ich rede nochmal mit Lee. Wegen Bulko hat Ona jetzt ein paar Schafe weniger. Ach, lass mich doch in Ruhe mit der Scheiße. Ich habe so schon genug Ärger. Okay. Ich bin bereit, mich euch anzuschließen. Warst du bei Ona? Er ist einverstanden. Willkommen an Bord. Ja, okay. Nee, ja, tolle Rüstung. Will ich nicht. Laden. Steht hier nicht mal, dass es lädt. Man weiß gar nicht, was die Sache ist. So, gut, dann machen wir jetzt Folgendes. Ich habe mir wieder aufgeschrieben, beziehungsweise eure Kommentare durchgelesen. Ja, und wir sind hier eigentlich echt soweit fertig. Außer eine Sache noch. Und zwar habe ich bei Grom den Holzfäller da hinten ein paar Dinge liegen lassen. Da gibt es auf jeden Fall noch was zu holen. Ich glaube, es ist da lang. Und ansonsten würde ich vorschlagen, gehen wir in die Stadt. Denn da gibt es noch ein paar Dinge zu tun, die wir jetzt mittlerweile auch lösen können, weil wir stark genug sind. Hier ist eine Wurzel. Baumstamm, meine ich. Nee, manchmal sind da ja ordentliche Sachen dran. Zum Beispiel können wir mal den lieben Puffbesitzer Bromor umhauen. Denn wir haben ja jetzt einen Wolfszahn. Und damit sind wir jetzt super. Also in der Stadt müssen wir damit auf jeden Fall klarkommen, denke ich. Hoffe ich. Wenn nicht, wie viel Gold haben wir eigentlich momentan? 100, das ist halt nichts. Der Typ hat noch irgendwie 800 Gold von uns. Ich glaube. So. Was gibt's hier? Ja, ich gehe auch ab und zu so einfach mal ein Zelt hoch. Ah, verstehe. Da vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Schlösserknacken müssen wir unbedingt lernen. 3 Dietriche, 9 Gold und Schwefel. Okay. Rostiges Schwert. Nehmen wir auch mit. Alles mitnehmen. Das ist die Devise echt in Gothic. Ich habe mir übrigens schon mal Risen runtergeladen, ne? Wer weiß. So. Hier noch irgendwas an einem Baumstamm.
Oder ist hier alles gelootet? Hier scheint alles gelootet zu sein, oder? Weil irgendwer hatte gesagt, dass hier noch an einem Baumstamm was ganz Tolles ist. Hello? Ne, dann hatte ich das schon und derjenige hat sich einfach geirrt. Kann ja auch sein. Und wenn nicht, dann bin ich jetzt einfach zu blind. Ah, hier vielleicht? Hello? Ne, gut. Dann habe ich einen Geschwindigkeitstrank. Oh. Oh, ein Wolf. Die kann ich noch legen hier. Guck mal her, Junge. Wölfe gerne. Die geben gute... Ist die ganze Zeit keine Musik irgendwie an, oder? Aus. GG. So, komm her, Junge. Oh, sind beide. Ah ja, die haben ja eh Rudelinstinkt auf du. Ich wundere mich die ganze Zeit. Da setzt die Musik ein. Ach, ja, komm her. Nein, 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 das ist meiner, das ist meiner. Hey, ich habe ihn sicher. Oh, das waren meine, du Asch. Ja, Mist, viel weniger. Du bist ein Mistvieh. Warum habe ich keine Lebensleisten von denen gesehen? Hä, was ist denn mit den Einstellungen los? Ich bin verwirrt. Tut mir leid, wenn hier gerade irgendwie, keine Ahnung, warum die Musik aus war. Ich glaube, ich hatte die ausgestellt, weil ich in der letzten Folge ja noch einmal was gemacht habe. Offscreen. Also einfach nur irgendwo hingerannt, ne? Damit ihr das nicht sehen müsst. Und da habe ich, glaube ich, Musik gehört währenddessen. Deswegen habe ich ingame die Musik ausgedreht. Ja. So, wir gehen jetzt in die Stadt. Ich habe leider keinen Geschwindigkeitstrank, aber vielleicht können wir auf dem Weg dann noch ein paar Sachen machen. Der Plan... So, ja, da oben müssen wir auch irgendwann später nochmal hin. Aber erst wenn wir, glaube ich, ein paar Sachen mit dem Piraten gemacht haben. Ja, spenden werde ich auch noch. In der Stadt gibt es einiges zu tun. Noch. Ich kann euch mal erzählen, was. Nämlich zum einen, also wir hauen den Puff. Mein Plan ist, den Puffbesitzer umhauen. Nimm die Pflanze, Junge. So. Puffbesitzer umhauen, dann haben wir wieder Geld. Dann werden wir erstmal richtig viel Gold bei dem Feuermagier spenden, Darren. Und zwar gibt es da verschiedene Möglichkeiten, wie man spendet. Ich habe mich da mal ein bisschen informiert. Am meisten worth ist es wohl, wenn man 50 Gold immer jeweils spendet. Das ist auf jeden Fall gut. Dann haben wir ordentlich Leben mehr. Und man kann maximal, glaube ich, 1000 Gold spenden. Dann haben wir wieder quasi kein Gold. Aber wir müssen noch zum Alchemisten im Hafenviertel. Da gibt es noch ordentlich was. Dann müssen wir noch zu... Wie heißt er? Zuris? Nee. Dieser, oder doch? Doch, ich glaube Zuris. Da gibt es noch ein paar richtig geile Spruchrollen, die man sich auf jeden Fall noch holen kann. Die werden noch nützlich sein. Zum anderen müssen wir dann auch noch ins Kloster. Und wir müssen ja noch diese Statue von Darren finden. Und ich glaube, ich habe die schon. Und hier, eventuell ist es die hier. Und ich möchte euch mal jetzt an dieser Stelle was sagen. Es ist super lieb und nett, wenn ihr mir... Ich habe es schon öfter gesagt. Wenn ihr mir... Hier können wir auch noch eine Quest machen. Später. Wenn ihr mir Tipps gibt und so. Allerdings ist es derbe Scheiße, wenn ihr anfangt, Sachen zu spoilern. Ja, zum Beispiel... Deswegen unterbreche ich gerade an dieser Stelle Darren. Ja, hier Statue und so, vermisst er ja, weiß ich ja, ist eine Quest, bla. Und ich habe mir schon gedacht, dass wahrscheinlich die hier ist. Allerdings braucht ihr mir, das ist dann kein Tipp mehr, wenn ihr mir sagt, ja, gib die Statue bei ihm ab, denn dann hilft er dir für umsonst, ohne Mühen, ins Kloster zu kommen. Das ist etwas, was ich natürlich noch nicht wusste, weil ich, wie gesagt, noch nie Magier gespielt habe. Und wodurch ich jetzt gespoilert bin. Und ihr jetzt auch. Das ist doof. Lieb gemeint vielleicht, aber bitte absolut nicht spoilern. Das sind so Dinge, klar, die würden mir es erleichtern hier in dem LP, schneller vorankommen, wir würden Spiel schneller durchspielen, generell auch wenn du mal weniger Faxen machen würdest, würdest du schneller vorankommen. Gut, wir können auch jetzt hier einen Speedrun machen und das Spiel in, keine Ahnung, möglichst wenig Parts beenden, aber das ist nicht Sinn der Sache.
Versteht ihr? Ein Let's Play beruht darauf, dass der Let's Player möglichst unterhaltsam seine eigenen Erfahrungen mit dem Spiel macht. Deswegen sind auch immer Blind Let's Plays bevorzugt. Und für mich ist jetzt der Anreiz, wie ich möglichst Worth ins Kloster komme, ja, weg. Ne? Das ist doof. Können wir hier rein? Ja, oder? Ja, gut. Wir sind ja Bürger. Ach, erzähl mir nicht sowas. So, Puffbesitzer. Ne? Achso, wir können ja erstmal gucken, hier seine Statue. Statue? Mein Mann sieht das anders. Wo kommst du her? Ich komme aus dem Kloster der Magier, das in den Bergen liegt. Wir nehmen dort jeden auf, der reinen Herzens ist und den Wunsch verspürt, unserem allmächtigen Herrn Innos zu dienen. Ja. Erzähl mir von Innos. Na, meinetwegen. Erzähl mir von Innos. Das war jetzt wahrscheinlich Innos, ein Fehler. Innos, unser allmächtiger Herr, ist das Licht und das Feuer. Er wählte den Menschen als sein Werkzeug. Boah, der redet, als ob er gleich einschläft. Und die Gesetze. In seinem Namen handeln wir. Nach seinem Willen sprechen wir Recht und sein Wort wird verkündet. Ich auch. Schlimme Zeichen, ich habe es selbst erlebt. Erzähl mir mehr über das Kloster. Wir unterrichten unsere Schüler in allen Formen der Magie. Aber nicht nur das allein sind die Künste der Feuermagier. Wir verstehen uns ebenso auf die Kunst der Alchemie, wie auf das Erschaffen mächtiger Runen. Zudem kennen wir einen hervorragenden Wein. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Was machst du in der Stadt? Ich führe Gespräche mit den Paladinen und stehe den Bürgern mit meinem Rat und helfenden Worten zur Seite. Gerade in diesen schwierigen Zeiten und ist das es ist nicht mein Handy. Für das Volk da zu sein und den Bedürftigen zu helfen. Das ist zwar pink, aber es gehört nicht mir. Ja, es ist nur ersatzweise. Ach, erzähl mir nicht sowas. Ich habe da etwas von einer endlich sind wir hier. Ich habe da etwas von einer Statuette gehört, die du verloren haben sollst. Das ist so, doch kein Geheimnis mehr. Das kannst du nur von Vatras, dem Wassermagier, gehört haben. Ja. Wo ist das Problem? Dem Kloster ist eine sehr wertvolle Statuette vom Festland geschickt worden. Sie ist aber niemals im Kloster angekommen. Hat man das Schiff geändert? Nein, sie ist wohlbehalten in Korinis angekommen und ich habe sie abgeholt. Doch sie ist einer Gruppe Goblins in die Hände gefallen, als ich auf dem Weg zum Kloster war. Ja, die habe ich umgebracht. Sieh mich nicht so an. Wir Magier sind auch nicht unfehlbar. Ja. Bla bla bla. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Du sagtest, die Goblins haben sie jetzt. Sie haben sie gestohlen und sind damit im Unterholz verschwunden. Ja. Ich habe sie nie wieder gesehen. Sie haben sich wahrscheinlich in irgendeinem Erdloch. Ja, da war ich. Hey. Wo hast du die Statuette? Ich skipp das mal, weil. Bin ich es nicht mit eigenen Augen? Ich habe genug gehört, ich finde das Ding für dich. Möge Innos dich leiten und behüten vor den Gefahren, die draußen vom Stadt. Der labert echt so ultra lahm. Ich habe deine Statuette gefunden. Innos, sei Dank. Was wirst du damit nun tun? Gar nichts. Sie hat mir nur Unglück gebracht. Du wirst sie für mich ins Kloster bringen, mein Sohn. Selbstverständlich wirst du nur eingelassen, wenn du dein restliches Leben in den Dienst des Klosters stellst. Super, mach ich gerne. Aber ich bin mir sicher, um mir einen Dienst erfüllen zu können, bist du dazu bereit. Nicht wahr? Das habe ich schon gesagt. Geh mit Innos, mein Sohn. Wenn ich es nicht glaube, mit eigenen Augen gesehen hätte. Geil, jetzt komme ich for free da rein. Ja, gehen wir mal davon aus, ich möchte nicht Magier werden. Ja, mach einen Gefallen für mich. Bring die Statue für mich ins Kloster. Aber dann musst du dein Leben lang da bleiben. Aber für mich machst du das doch, oder? Ich kenne den Typen nicht mal. Daron, was ist das überhaupt für ein Name? So, wir kloppen jetzt den Puffbesitzer um. Warte mal. Trick 17 hier, pass mal auf. Wie lege ich nochmal Sachen ab? Trick 17. Hey, pass mal auf.
Wo hast du dich herumgetrieben? Hey, hey, hey. Ich erwarte mehr von meinem Lehrling, als alle Jubeljahre einmal bei mir einzusteigen. Hey, Junge, ich... Ja. Hast du mir wenigstens Pilze mitgebracht? Ja. Deswegen bin ich hier. Du wolltest Pilze. Ich habe hier ein paar Pilze. Die sind zwar nicht so gut wie dunkel. Die behalte ich auch. Ich werde sie trotzdem nehmen. Ja, bitteschön. 600 Gold, Leute. Und das sagt nochmal, es wäre... Alter. So, und jetzt nehme ich die wieder. Zack. Konnte die behalten. 46. Schön. Und habe 600 Gold gemacht. Alter, dann haben wir genug, um alle Spenden zu machen. Und um die Spruchrollen zu kaufen. Höchstwahrscheinlich auch. Und... Ne, den Lebenstrank von Erol, den können wir noch nicht kaufen. Der kostet, glaube ich, 1000 Gold. Das habe ich schon immer gesagt. Was haben wir noch? Das ja. Ich habe mir eben übrigens noch was notiert. Wir werden irgendwann auch noch die Banditen von dem Waffenhändler killen. Aber jetzt erstmal hauen wir den Typen um. Und zwar nächste Folge. Cliffhanger auf Doom!